Die Video Tech Night wird Ihnen präsentiert von Panasonic. Tech Night. In der heutigen Tech Night sprechen wir zum einen über das Thema Streaming in 4K und HDR-Qualität, denn es geht um die neuen Boxen von Apple und Amazon. Dann gab es ja diese Woche die große Vorstellung der neuen iPhones. Wir fragen uns, ist es toll und faszinierend oder doch nicht so? Wir stellen unsere Blu-ray der Woche vor. Und wir sprechen über die deutschen HiFi-Tage. Die nächste große tolle Messe steht an im Oktober in Darmstadt und da wird es auch eine schöne Heimkino-Präsentation von uns geben. So ist genau. Es. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Video Tech Night. Ja, herzlich willkommen. Die erste Nach-IFA-Tech Night sozusagen. In der letzten Woche haben wir ja noch viel Rückschau gehalten auf die große Messe in Berlin. Das Schöne ist, einige der neu vorgestellten Geräte durften wir jetzt auch schon bei uns hier in Haar begrüßen sozusagen. Haben wir schon das ein oder andere neue TV-Gerät beispielsweise geschickt bekommen. Direkt von der Messe hier ins Testlabor, das gibt es ja auch nur bei uns. Ja. Und ihr könnt natürlich in der nächsten Ausgabe der Video Anfang Oktober schon die ersten Tests lesen. So ist es. Und Wir haben schöne große und kleine neue OLED-Geräte hier stehen. Und sehr, sehr schicke OLED-Geräte. Ja, das ein oder andere weitere Modell. Genau, also wollen wir noch nicht alles verraten, aber ich kann sagen, es gibt auch Unboxings dazu dann in den nächsten Wochen auf technet.video. Also schaut da einfach rein, die IFA-Highlights, die wir noch nicht eh schon vorher hatten, der Ausgabe, die gibt es jetzt dann demnächst. Und das Schöne ist, es ging ja auch nach der IFA jetzt gleich mit einigen neuen Highlights weiter. Schlag auf Schlag. Vor allem wieder zum Thema Ultra HD und auch HDR. Genau, Anfang der Woche ging es ja los mit den Gerüchten und am Dienstag war es, glaube ich, war dann die große Präsentation in Cupertino in Kalifornien im Steve Jobs Theater, hat Apple mal wieder neue Produkte vorgestellt, vor allem das neue Apple TV. Richtig. Und wer hätte es gedacht, das neue Apple TV, 4K nennt es sich, ja, kommt natürlich mit Ultra HD Content. Im letzten Jahr schon erwartet, jetzt endlich da. Im 4K, aber auch die volle Ladung gleich mit HDR und Dolby Vision Fähigkeit, ganz wichtig. Und das ist natürlich spannend, denn das ist mal die technische Seite und damit ist Apple natürlich, nachdem sie, wie gesagt, bisher so an der Auflösung so ein Bild von ein bisschen hinterher hinken, gleich vorgeprescht. Aber das Spannende daran ist ja, du brauchst den Content dazu. Und da hat Apple eben auch gesagt, wir geben jetzt richtig Gas. Denn das Coole ist, wenn man beispielsweise sich schon einen bestehenden Film heruntergeladen hat, ja, schon in dem Besitz ist, gibt es, wenn es den Film dann in 4K und HDR oder Dolby Vision gibt, den on top. Also man muss quasi nicht nochmal zusätzlich was zahlen, das bekommt man mit dazu. Mhm. Und auch eben neue Filme mit Dolby Vision oder 4K gibt es zum selben normalen Preis genau. Des HD-Films. Also das ist mal ein tolles Angebot und so wie es sich jetzt schon abzeichnet, fangen die Studios bereits an, Dolby Vision Content reinzuschaufen. Es gibt ja eigentlich schon seit längerem über 200 Titel, glaube ich, die grundsätzlich Dolby Vision fähig sind. Die gab es bisher kaum auf Ultra HD Blu-ray, das war bis jetzt ja fast der einzige Weg. Netflix hatte ein bisschen Content, aber Serien-Content, aber jetzt kommen die Filme. Wenn man jetzt in iTunes reinschaut, zum Beispiel heute, interessanterweise, über das Smartphone, über das iPhone kann man schon erste Filme entdecken. Hier zum Beispiel Focus, habe ich gesehen, American Sniper, Power Rangers, da steht überall schon dieses süße kleine Dolby Vision Logo dabei, also sehr erfreulich. Und zumal es diese Filme ja auch beispielsweise auf der physischen Disc nicht gibt. So ist es. Also insofern ist das ein sehr exklusives Angebot über iTunes, den iTunes Store und über Apple TV. Das Gerät selber oder die Geräte selber kann man ja ab dem heutigen Freitag, dem 15. September bestellen. Am 22. startet der Verkauf. Mal sehen, wo es die überall gibt oder ob sie dann in ausreichender Menge da sind. Es gibt ja zwei verschiedene Varianten, je nach Speicher, 32 GB und 64 GB. Einmal 199 Euro und einmal 219. Genau. Das Apple TV des letzten Jahres ist dann auch im Preis gesenkt worden, wer sich diesen holen will. Aber wie gesagt, also wer in Sachen 4K HDR sich da ausrichten möchte,
gerade hier hinsichtlich der Content-Seite. Also die Content-Offensive, ja. Denn man muss ja eines sagen, es sind natürlich also mehrere Hollywood-Studios dabei, das ist das Lukrative, mhm. aber auch Netflix und gab es bisher bei Amazon ja auch nicht, Amazon-Video alle mit ihrem HDR-Content dann zu haben, direkt über diese Apple-TV-Box. Also das ist natürlich schon, sagen wir mal, ein richtiger Startschuss dann. Apple war ja früher immer so der Technologie-Vorreiter, jetzt sind sie es nicht mehr in allen Belangen oder in vielen Belangen sogar nicht, aber sie versuchen an der Stelle zumindest zu zeigen, wenn, dann machen wir es richtig. So ist es. Das klingt auf jeden Fall spannend. Genau. Und kurios, ganz überraschend war ja das ausgerechnet diese Woche, quasi, ich glaube es war Montag oder Dienstag, so kurz vor der Apple-Präsentation, dann ein Leak der neuen Amazon-Produkte, Amazon-Fire-Produkte auftauchte. Mhm. Ne? Und ganz verwunderlich, also man konnte es sich kaum denken, geht es hier natürlich dabei auch um 4K und HDR. So ist es. Es wird also also offiziell ist nur nichts, aber es wird einen Fire TV Stick geben, einen neuen und richtig. Einen neuen Fire TV Box. Genau. HDR ist das Neue, bei 4K gab es ja vorher schon. Und hier ist man natürlich auch am Überlegen, wie ist es jetzt mit HDR 10 Plus, weil man da ja auch schon im Vorfeld gehört hatte, dass sich da ja Amazon eventuell eben mit Samsung zusammentut und hinsichtlich HDR 10 Plus da nach vorne tritt. Da schwingt man sich ja zur IFA ein bisschen aus. Ja. Mal schauen, ob es dazu dann im Zuge der beiden neuen Produkte auch Neues geben wird. Was die Box, also Fire TV Box, können wird, ist natürlich Alexa, ist quasi auch ein Echo-Lautsprecher sozusagen. Auch das ist natürlich eine Neuerung im Vergleich zum Vorjahr. Was auch kommen wird, haben wir auch schon erfahren, jetzt im Zuge dessen in Amerika gibt es ja schon Amazon Echo Show. Nämlich diese Echo mit quasi Bildschirm. Quasi Tablet und Lautsprecher in einem. Und man kann sich dann entsprechende Clips direkt überall mit Alexa dann an der Echo Show anschauen und erweitert quasi somit die Sprachsteuerung, also oder nur den Lautsprecher noch um ein Display. Genau. Wir erwarten eigentlich, dass innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen die Produkte offiziell bekannt gegeben werden und hoffen natürlich dann, dass wir sie auch schnellstmöglich für euch testen können. Das ist ganz klar soweit also von Amazon. Aber wir kommen jetzt gleich nochmal zurück zum Thema Apple. Ja, an dem Dienstagabend in Kalifornien ging es aber eben nicht nur um das neue Apple TV, sondern man hat auch die neuen iPhones vorgestellt. Und da haben wir jetzt jemand dabei im Studio, der sich da bestens auskennt. Und das ein bisschen beurteilen kann, ganz genau. Deswegen bitte ich dich mal kurz, den Platz zu räumen. Und ja, begrüße ganz herzlich unseren Kollegen von der Connect, Andreas Seeger. Ja, hallo, grüße hallo. Dich. Hi. Schön, dass du da bist. Du warst nicht in Kalifornien. Nein. Aber hast natürlich mitverfolgt, was da im Steve Jobs Theater so passiert ist. Mhm. Und die Telefone sind ja für uns auch relevant, auch wenn wir hier Videos. Erstens können die auch immer viel mit Video, da ist ja auch einiges Neues vorgestellt, dann kommen wir vielleicht gleich dazu. Aber sie sind ja inzwischen Steuergerät für alles an Unterhaltungselektronik, an Smart Home Technik und deswegen natürlich immer spannend, was sich da tut. Aber jetzt sag du erstmal deine Beurteilung. iPhone 8 und 8S und dann gleich iPhone 10. Ist das jetzt die große Revolution? Beim iPhone X hat Apple ja gesagt, das ist jetzt wieder der Riesenquantensprung. Was sagt der Fachmann dazu? Also im Prinzip sind das zwei völlig unterschiedliche Produkte. Das iPhone 8, also die 8er Generation, damit hat Apple praktisch Modellpflege betrieben. Die haben praktisch das 7er genommen, den Prozessor ein bisschen verbessert, die Kamera neu aufgebohrt, die Rückseite aus Glas gemacht, man kann es drahtlos laden. Aber das sind praktisch nur marginale Verbesserungen und beim Design bleiben sie vor allen Dingen gleich. Das finde ich ziemlich verrückt, weil schon das iPhone 7 sah ein bisschen altbacken aus. Mhm. Also es hat ja diese breiten Ränder ums Display und beim 8er wird es eben weitergeführt. Mhm. Und dafür, dass das dann in einer Einstiegsvariante 800 Euro kostet, ist das schon, ich will nicht sagen enttäuschend, aber ich bin gespannt, wie viele Leute sich dafür entscheiden, weil optisch sind sie damit schon ein bisschen zurück. Jetzt habe ich auch heute früh gerade einen Clip von amerikanischen Comedians gesehen, die haben es gleich richtig niedergemacht und gesagt, naja, also sie haben iPhone 8 vorgestellt, 5 Minuten später iPhone 10, das heißt, das 8er ist schon wieder out. Mhm. Kann es vielleicht aufgrund des 10 auch so sein, ernsthafterweise?
Ich kann mir das vorstellen. Also ich glaube, dass Apple Lieferprobleme hat. Also sie haben Produktionsprobleme mit dem iPhone X, weil es sehr ein sehr komplexes Gerät ist. Die Fertigung sehr komplex ist. Und ich kann mir vorstellen, dass... Und die Lieferung ist ja... Oder die, der Verkauf startet ja auch erst im Oktober, was ja für Apple auch eher ungewöhnlich ist. Und ich kann mir vorstellen, dass sie Schwierigkeiten haben in der Produktion und dass die Leute... Also dass sozusagen beim 8er die Bestellungen relativ überschaubar bleiben, viele dann das 10 bestellen und dann Apple aber auch nicht liefern kann. Also das ist so ein Szenario, das möglich ist. Oder zumindest kann Apple dann nur begrenzte Stückzahlen liefern. So ist da auch gesagt worden, es wird ja mit, das 10 wird ja mit X geschrieben und es hieß dann, also X steht für expensive. Es kostet ja auch eine Menge, 1300 Euro, glaube ich. Sind 1150 die 64 GB Variante. Und es geht bis 1350, ja, das ist schon happy. Oder 1370, ich weiß nicht genau, aber es startet bei 1150. Habe ich für ein Smartphone generell schon, aber habe ich auch für eines, das jetzt eigentlich nicht gar nicht so viel Neuerungen hat, wie man dann vielleicht erwarten hätte können, oder? Also ich finde, ein Preis über 1000 Euro für ein Smartphone ist zu viel. Also ich, meine persönliche Meinung und auch ich auch als Experte für den Markt, es gibt viele Produkte, die unter 1000 Euro kosten und die wirklich gut sind und irgendwie, also für mich so, ist das so eine Grenze, die man nicht überschreiten sollte. Und beim iPhone X ist es jetzt so, die große Innovation, und das muss man wirklich anerkennen, das ist so diese Sensorphalanx vorne, diese Frontkamera mit Tiefensensor und Infrarot, die tatsächlich dann Face ID, also die Gesichtserkennung, denke ich schon auf ein neues Level hebt. Und das wird auch für die Konkurrenz, die werden da auch sich das abschauen, vermute ich. Aber also es ist dann auch was, wo man sagen muss, da ist Apple mal wieder vorne weg. Und da werden bei dem einen Punkt, ja. Aber ich meine, kauft man sich jetzt ein Telefon für die Gesichtsentsperrung? Also ist halt die Frage. Aber jetzt, du beobachtest das ja auch schon über lange, lange Zeit. Ist denn trotzdem scheint ja dieser Mechanismus, den Apple da fährt, also da im Herbst diese Neuheitenshow, diese Präsentation in Kalifornien, das scheint ja immer noch zu funktionieren, oder? Die Leute sitzen vor den Fernsehern, um sich dieses Event anzugucken weltweit und sind dabei. Also das funktioniert, obwohl die Produkte gar nicht immer so zumindest jetzt nicht mehr top of the edge sind. Das ist schon faszinierend irgendwie, oder? Also das iPhone X ist top of the edge, auf jeden Fall. Aber auch zu einem Preis, wo sich viele Leute, wo ich glaube, dass viele Leute nicht mehr bereit sind zu zahlen. Und die iPhone 8er Generation, die ist tatsächlich, ich will nicht sagen veraltet. Also die Technik ist modern, aber das Design ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und vielleicht erleben wir jetzt auch, dass Apple tatsächlich in Schwierigkeiten kommt. Also mich hat es jetzt nicht so überzeugt, was Apple jetzt gezeigt hat. Aber dann sag uns doch mal, was sind denn die Alternativen? Jetzt sag also, iPhone X ist mir zu teuer und ich bin jetzt auch nicht so der Apple-Jünger, aber was wären denn jetzt heute aus deiner Sicht State of the Art, die Smartphones, die man dann vielleicht sich aus der Android-Welt besser holen könnte? Also da gibt es das Galaxy Note 8 von Samsung. Das kostet, also Samsung hat ein UVP von 1000 Euro, aber das wird sich bei 800, 900 einpendeln. Und das ist halt gebogenes Display, es ist irgendwie knapp 6 Zoll, es ist eine hohe Auflösung, technisch top. Und das darf man auch wieder mit ins Flugzeug nehmen? Das darf man auch wieder mit ins Flugzeug nehmen, da hat Samsung seine Hausaufgaben gemacht. Dann gibt es von LG das V30, es kostet 900 Euro, ist auch vorne randlos, fast, also vorne nur Display und technisch absolute Spitzenklasse, genauso wie Huawei. Die dürften jetzt in der nächsten Woche das Mate 10 vorstellen. Und das sind alles wirklich tolle Produkte unter 1000 Euro, die man sich durchaus anschauen kann. Aber bei Apple, ich meine, wenn Leute im Ökosystem drin sind und schon seit 5 Jahren ein iPhone haben und sich Apps gekauft haben, dann werden sie auch drin bleiben. Aber für Apple ist die Schwierigkeit ja, oder die Herausforderung ja, Leute fürs Ökosystem, also neue Leute fürs Ökosystem zu begeistern. Und das könnte natürlich schwer werden, weil gerade auf der Android-Seite die Konkurrenz auch nicht schläft und auch wirklich gute Produkte für einen besseren Preis hat. Okay. Ja, spannend. Vielleicht noch, wir sind ja bei der Video, ein paar Sätze noch kurz zur Video-Performance oder zur Video-
Qualität jetzt auch gerade bei den iPhones. Ist das ein Thema, das überhaupt eine große Rolle spielt, oder ist das auch mehr so ein Gimmick-Thema bei Smartphones? Nee, ich glaube, Video ist ein wichtiges Thema, und da hat Apple auch, da bieten die Geräte auch tolle Funktionen. Also 4K ist der Standard bei allen dreien. Super Zeitlupenaufnahmen, Zeitrafferaufnahmen. Mit 200 Frames per Second, muss man sagen, haben sie glaube ich auch. Also, das liegt auch an dem neuen Chip, den sie verwenden, dieser Chipsatz, der A11, der sehr leistungsfähig ist. Also, da bieten die schon das, was technisch gerade machbar ist, würde ich mal sagen. Auch was die Qualität der Aufnahmen angeht. Obwohl, final kann man es natürlich erst beurteilen, wenn die Geräte da sind. Und du freust dich sicher besonders auf die animierten Emojis, nehme ich mal an. Ja, es war auch sehr lustig bei der Präsentation, das zu beobachten, wie sich Apple, nicht CEOs, aber das leitende Management da so ein bisschen... Im wahrsten Sinne des Wortes zum Affen gemacht hat. Ja. Ne? Muss man ja sagen. Ja. Andreas, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen zu den iPhones. Wir werden sicherlich mal wieder sprechen, wenn die nächsten Neuheiten kommen. Wie gesagt, für unsere Produktwelt ja auch immer spannender. Man kann das gar nicht mehr so trennen, weil es wird so viel mit den Smartphones gesteuert oder über sie letztendlich angespielt, sei es Musik, sei es Filme und dergleichen. Dann herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Gerne. Danke dir. Ja, und jetzt darf ich Antonia wieder zu mir bitten, und wir haben ja noch ein paar Themen in dieser Tech Night, zum Beispiel unsere ganz wichtige Blu-ray der Woche. Die Blu-ray der Woche wird präsentiert von Lautsprecher Teufel. Und da sind wir dieses Mal in der Horrorschiene unterwegs, ja? So ist es. Halloween steht ja vor der Tür, da guckt man ja gerne, also fast zumindest in einem Monat, dann guckt man ja schon wieder immer solche Filme an. The Purge Trilogy gibt es jetzt neu auf 4K Ultra HD Blu-ray. Mit DTS-X-Ton. Ganz wichtig, genau. Ganz cool. Gruselerlebnis. Ja, schon wichtig. Den ein oder anderen Purge-Film hat der eine oder andere von euch vielleicht schon gesehen, denn die sind ja nicht ganz neu. Aber wie gesagt, zum ersten Mal in 4K und mit DTS:X, das ist das neue. Ja, worum geht's da? The Purge, die Säuberung. Es geht ja darum, dass im sozusagen neuzeitlichen Amerika die Bevölkerung gesäubert wird in einer 12-stündigen Generalamnestie. Jeder kann sozusagen jeden töten, auf gut Deutsch. Also genau, die Gesetze sind außer Kraft sozusagen, man kann morden. Und Krankenhäuser und so weiter, Polizei ist da nicht aktiv in dem Zeitraum. Eigentlich eine fürchterliche Vorstellung, umso horrormäßig ist es auch. Gerade im ersten Teil, Ethan Hawke ist der Vater einer Familie, die sich da in ihrer schicken Villa verbarrikadieren und hoffen, diese Purge-Nacht also ohne Probleme zu überstehen. Das ist natürlich mitnichten so. Im zweiten Teil geht es dann nochmal neu los. Auch noch spannend, ich finde ja so ein bisschen Qualität nimmt ab bis zu Teil 3, Election Year, da geht es dann nochmal, da ist diese Purge-Nacht, die ja einmal im Jahr ist, dann direkt vor dem Wahlabend, vor der Neuwahl des Präsidenten. Also genauso wie du guckst, ist es auch. Aber spannend gemacht, das muss man schon sagen. Also es ist, ich sag mal, A-B-Plus-Movie in dieser Kategorie, würde ich es mal einsortieren. Schon mit einer sehr guten Grundspannung. Und deswegen glaube ich, also wie du schon sagst, DTS:X ist an der Stelle schon angebracht. Holt es euch mal, wenn ihr wirklich Lust auf so einen 4K-Gruselabend habt. Ist das unser Tipp für die kommende Woche, denn erscheint nämlich am 21.09. Gibt es dann diese Trilogie zu kaufen. Die Blu-ray der Woche wurde präsentiert von Lautsprecher Teufel. Ja, und vom Thema Horror zu einem sehr schönen, erfreulichen Thema, nämlich zu den deutschen HiFi-Tagen. Zu der Messe, die wir gemeinsam mit der Audio und der Stereoplay veranstalten werden im Oktober, am 21. und 22. um genau zu sein. Und da könnt ihr alle vorbeikommen und euch klanglich und auch bildtechnisch verwöhnen lassen sozusagen. Genau, und zwar in Darmstadt, im Darmstadtium ist das Ganze, dort ein großes Kongresszentrum, extra zentral in Deutschland gelegen, damit ihr alle aus allen Richtungen des Landes dorthin kommen könnt.
Und wir zeigen dort Heimkino at its best mit tollen Partnern. Also wir werden eine tolle Leinwand haben, genau, von Stuart, von Screen Professional. Wir haben einen tollen Beamer mit dabei von JVC. Sound von Quadral. Und den entsprechenden Yamaha Receiver mit dabei. Also wirklich top Technik. Wir, was wir zeigen, werden wir noch nicht verraten, aber es gibt auf jeden Fall schön was auf die Augen und Ohren, auch in Dolby Atmos. So ist es. Und ja, da könnt ihr wirklich von früh bis spät, ja, 10 bis 18 Uhr vorbeikommen und wir hören auch interessante Vorträge dazu, ja, zum Thema Ultra HD, HDR von Roland Zeibt und ich würde sagen, da ist auf jeden Fall bild- und tontechnisch einiges geboten. Genau, natürlich nicht nur bei uns, also es sind viele namhafte HiFi-Hersteller dabei, die stellen dort nicht nur aus, sondern die führen auch vor, also da gibt es tolle Räume, da kann man überall mal richtig in sauteure, aber ja, absolut geile Soundtechnik reinhören. Ja. Freuen uns da schon sehr drauf. Hoffentlich könnt ihr es selber ein bisschen genießen. Auf jeden Fall, also merkt euch das vor. 21. 22. Oktober in Darmstadt. Wir sind auch da. Wer uns genau, uns, genau, uns kann man auch treffen. Die Technight-Kameras sind natürlich auch mit dabei. Ihr könnt uns dann alles in die Kamera sagen, was ihr uns schon immer mal sagen wolltet. So ist es. Und die Technight-Folge nachher will natürlich auch entsprechend gefüllt werden. Also, damit wir da einen schönen Nachbericht haben und natürlich viele von euch begrüßen können, das würde uns sehr freuen. Genau. Aber jetzt steht steht erstmal Verabschieden an. Richtig. Und da wünschen wir euch ein schönes Wochenende und sehen uns wieder nächste Woche mit vielen neuen Highlights und hoffentlich spannenden Themen. Genau. Viel Spaß vor eurem großen Fernseher oder vor eurer Leinwand. Viel Spaß. Bis ciao. Dann. Take my time. Die Video Tech Night wurde Ihnen präsentiert von Panasonic.